Manchmal führt am Radtransport mit dem Auto kaum ein Weg vorbei, sei es auf Urlaubsreise oder zum Besuch eines Bikeparks. Ist das Auto zu klein oder bereits mit Gepäck und Mitfahrern gut gefüllt, bleibt nur der Transport außen am Auto. Es gibt verschiedene Systeme. Mit dem Atera Vario Strada 2 haben wir einen Träger zur Montage an der Anhängerkupplung ausprobiert. Der Vario Strada 2 eignet sich zum Transport von zwei Fahrrädern. Deren Laufräder finden in stabilen, verschiebbaren Radschalen Platz und werden mit einfach zu bedienenden Rastbändern fixiert. Laufradgrößen von 18 bis 29 Zoll sind mit den Schalen kompatibel. Auch der Rahmen wird mit einem Rastband mit Spannhebel fixiert. Die zugehörigen Streben sind am Träger leicht zu verschieben, sodass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den Rahmen in den Griff zu nehmen. Das funktioniert mit Rohrdurchmessern von 2,5 bis 8 cm. Die beiden Fahrräder sind schnell und sicher verstaut. Für den Zugang zum Fahrzeuginneren kann der Träger samt Rädern ganz einfach weg und wieder hochgeschwenkt werden. Apropos Klappe. Der Vario Strada kann schnell zusammengefaltet werden, wenn er nicht mehr benötigt wird. Wenige Handgriffe sind nötig, schon ist aus dem großen Träger ein kleines Paket geworden, das nur wenig Platz wegnimmt. Genauso schnell wie das Ein- und Ausklappen funktioniert die Montage des Ständers an der Hängerkupplung. Aufsetzen, mit dem großen Hebel arretieren und fertig. Dann muss noch das Kabel angesteckt werden und der Vario Strada ist bereit. Sowohl der Träger als auch die auf ihm befestigten Räder halten bombensicher. Sowohl der Träger selbst als auch die Halterungen der Fahrräder können abgeschlossen werden. 60 Kilogramm Zuladung verträgt der Träger. Da könnte man sogar Elektrofahrräder transportieren. Es gibt den Strada Vario auch in einer Ausführung für drei Fahrräder. 545 Euro kostet unser Testmodell, dafür gibt es einen sehr praktischen und sehr komfortablen Fahrradträger. Die Möglichkeit, ihn zusammenzufalten, ist ein weiterer dicker Pluspunkt.